Verwaltung ist flexibler und moderner, als man denkt. Man kann hier sehr viel verändern und sehr viel mitgestalten und vor allem auch was für seine, wenn man hier wohnt, eigene Stadt tun. Ja, wir suchen Menschen, die Freude daran haben, mit anderen Personen zu arbeiten und ihnen zu helfen und natürlich Interesse an rechtlichen und wirtschaftlichen Aufgabenstellungen haben. So, ich finde die Kombi am dualen Studium gut. Im Gegensatz zum normalen Studium, wo man wirklich nur die Theorie hat, kann man das Ganze hier halt direkt anwenden. Man verdient natürlich nebenbei auch schon Geld, was auch praktisch ist, so wie in der Ausbildung. Und ich finde, das ist die beste Art, um sich nochmal weiterzubilden oder genau ein Studium zu machen. Ja, während der Ausbildung oder des Studiums erhält man Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche der Hansestadt Lüneburg. Das sind über 20 Stück, in denen man ausgebildet werden kann. Und wir achten immer darauf, dass man während der Ausbildung unterschiedliche Bereiche kennenlernt, also welche mit rechtlichem Schwerpunkt, welche mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt, welche zum Beispiel ohne Bürgerservice oder auch mit viel Bürgerkontakt. Genau, ich war schon als erstes im Ordnungsamt. Da hatte ich dann ein bisschen mit Demonstrationsrecht zu tun und mit Organisation darum. Danach war ich in der Ausländerbehörde. Da hatte ich mit der Ukraine-Krise viel zu tun, musste bei den Flüchtlingen viel helfen, hatte den direkten Kontakt dazu. Danach durfte ich in den Umweltbereich und hatte da verschiedene Aufgaben, unter anderem zum Klärwerk oder zum Abfall. Und jetzt bin ich in der allgemeinen Sozialhilfe, also mit der Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt. Ja, die Studenten bei uns müssen keine Studiengebühren bezahlen, sondern bekommen attraktive Anwärterbezüge. Darüber hinaus finde ich im dualen Studium sehr praktisch, dass es auch sehr fest schon vorgegeben ist, sodass man da gewisse Vorgaben hat, wann man die Prüfung hat. Weil ich mir das sonst im normalen Studium schwierig vorstelle, sich selbst zu organisieren und hätte Angst, dass ich das nicht so gut schaffe. Und es ist eher wie Unterricht und nicht so wie eine typische Vorlesung in der Uni, wo der Professor die ganze Zeit redet und man hört nur zu und schreibt mit, sondern das ist sehr interaktiv, eher so wie in der Schule. Und ich finde, dass, also für mich persönlich ist das eine bessere Variante, was zu lernen. Im Rahmen des Studiums ist noch eine Fremdausbildung möglich. Das heißt, da kann man so um die 2 Monate auch noch mal in eine andere Behörde Einblick gewinnen. Und das kann man auch gerne im Ausland machen. Ich zum Beispiel gehe jetzt bald nach Wien. Und das ist der Vorteil, dass es bei der Hansestadt Lüneburg überhaupt gar kein Problem war. Also da ist unsere Ausbildungsleitung sehr offen für alles, was wir irgendwie gerne machen möchten. Und ja, neben der vielfältigen und fundierten Ausbildung erwarten Sie flexible Arbeitszeiten und tolle Teams. Bewerbt euch bei der Hansestadt Lüneburg. Wir freuen uns auf euch. Ja, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bis zum 15. September haben Sie noch die Möglichkeit, dies zu tun.